Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog. Ich bin gerade im Parkhaus von der BMW-Welt und wir gucken uns heute die Autos von BMW an. Und ich kann euch nur empfehlen, auch wenn ihr nicht die größten Autofans seid, geht unbedingt mal in irgendein Automuseum. Ich persönlich war zum Beispiel schon mal in Stuttgart im Mercedes und im Porsche-Museum und Leute, das war so mega cool. Deswegen bin ich gespannt, wie es hier bei BMW ist. Ich bin mit meinem Schwager unterwegs, der hat mich hierher gefahren. Ich wollte schon so lange hierher gehen. Obwohl ich schon 7 Monate hier wohne, habe ich es immer noch nicht hinbekommen, aber jetzt auf jeden Fall soweit. Und ja, erstmal etwas essen. Ich habe mega Hunger, Leute. Und dort sieht es auch richtig geil aus. Bis gleich. Oh, schönes Panini mit Parmesan. Ich sitze schon mittendrin quasi gerade in der BMW-Welt. Da hinten sieht man schon ein paar der aktuellen Modelle. Die gucken wir uns dann gleich an, auch bei Racing Cars. Und danach gehen wir zu den Klassikern, zu den Oldtimern. Gönnt euch mal diesen Wagen. Das ist ein ursprünglicher M4. Aber so viel ist da nicht mehr zu erkennen, weil es absolut für die Rennstrecke umgebaut wurde. Boah, schau mal diesen riesen Spoiler an. Da oben sind auch Motorräder, da gehen wir auch gleich hin, aber erstmal zu den aktuellen Autos. Da hinten sind auch schon ein paar M-Modelle. Boah, ja, Digga. Echt mega gemütlich hier. Hier fühlt man sich total wohl. Boah, hier ein schöner M4 Coupé. Ich bin ja auch immer am überlegen, was für einen Wagen ich mir nächsten Monat hole, weil ich habe meinen Führerschein voraussichtlich am 10. Februar. Weil Massi und ich machen einen Speedkurs und hoffentlich am 10. haben wir dann endlich den Lappen. Und ja, vielleicht wird es sogar ein BMW. Aktueller M4 Coupé. Schaut schon auch mega geil aus von innen. Mal gucken, was auf dem Tacho steht. 330. Ja, wahrscheinlich 300 wird es schon erreichen. 1 M3 als Limousine. Sieht auch richtig geil aus. Die Farbe gefällt mir übelst. Dann noch hier das Königsauto M6 Coupé. Krass, Alter. Die Farbe gefällt mir aber auch richtig gut. Aber ich glaube, ich werde mir einen dunkelblauen holen. Hammer, ohne Scheiß. Da setzen wir uns jetzt mal rein. Das ist der Motor, der drin ist. M Twin Power Turbo 8-Zylinder. Hier seht ihr ihn. Die beiden Turbo-Kompressoren. Richtig geil, Alter, wie das aussieht. Digga, das ist einfach in diesem Wagen drin. Mit Carbon-Initialien, richtig fein auf jeden Fall. Leute, das fühlt sich so geil an. Das ist besser als Sex. Das Einzige, was mich hier am M6 stört, ist einfach, dass man hinten auch fast gar keinen Platz hat. Also natürlich, wenn man sich so einen Wagen holt, das ist eh nicht so unbedingt für die Familie gedacht. Aber ich zum Beispiel würde schon mal gerne so ein paar Freunde mitnehmen. Deswegen, weiß nicht, wenn ich hier so hinterschaue, einfach gar keinen Zentimeter. Meine Schuhe sind unterm Sitz, scheiße. Minimal hat man hier echt nur Platz. Schade. Das ist der virtuelle Blick in den Motor. Man kann ihn hier so nach links und rechts bewegen und dann kann man quasi hier reinschauen, was sich hier alles verbirgt und wie das auch genau funktioniert. Heftig. Das ist schon eher mein Geschmack, der 7er BMW. Holy, schaut mal an, da kann man sich richtig hinten hinstrecken, seine Beine da ausbreiten, schlafen und hier im Monitor noch. Das ist richtig geil von innen, Alter. Hier ist noch ein 6er Cabrio, auch sehr schön, aber ja, ich will schon auf jeden Fall einen 4-Sitzer, Leute, wo man auch genug Platz hat. Hier ist auch sehr, sehr eng, schaut mal. Die Scheinwerfer sind so sexy, das ist diese Lasertechnologie. Und bei Nacht, wenn man das Fernlicht anschaltet, gehen die bis zu 600 Meter weit. Richtig krass. Hier steht noch ein i3 rum, der ist halt für die Stadt perfekt, komplett elektrisch. Von innen eigentlich auch ganz cool, wie ich finde. Aber jetzt gucken wir uns mal die Rolls Royce an. Rolls Royce Ghost. Das ist einfach der Babu von den Limousinen. Wow, ein Sternenhimmel im Auto. Das habe ich ja noch nie gesehen, aber vorne sieht es auch echt cool aus. Hier hat man auf jeden Fall genug Platz hinten. Hier sind auch noch die Mini Cooper ausgestellt. Eigentlich ganz coole Wagen auch für die Stadt. Das Design ist aber echt schön auch bei der Tür. Mir gefällt es. Hier mit den LED-Lichtern und auch hier mit dem Bildschirm. Ich habe hier mehr Platz als im M6. Was ist das? Auch mit 2 Auspuffrohren. John Cooper Works. Das ist so wie AMG bei Mercedes quasi. Hier noch ein Mini Cabrio. Das ist auch ganz schön. Und hier ein Auto für Misha. Wie cool ist das denn, ey? Hier zum Schalten. Hier ein Gaspedal, das Lenkrad, geil. Ein absoluter Klassiker, das ist der Mini Cooper von Mr. Bean. Ich habe ihn geliebt für einer meiner Lieblingsschauspieler. Schaut mal, wie tief der ist und die Sitze. 1965. Die Architekten müssen echt einen Preis verdienen bekommen, wie geil sie dieses Haus hier designt haben. Auf jeden Fall stehen hier noch ein paar andere Modelle. Da noch ein X1, X3 und so, aber jetzt gucken wir uns auf jeden Fall den roten E8 an. Den habe ich euch ja letztens schon mal beim Vlog mit Misha gezeigt.
richtig heftig einfach. Aber in dunkelblau finde ich ihn einfach am geilsten. Ich liebe einfach futuristische Designs bei Autos. Killer. Das ist das Ladegerät vom i8. Ganz simpel. Setzen wir uns mal in den i3 rein. Auch schöne Umsetzung mit dem Holz, mit dem Bildschirm. Auch so ein bisschen futuristischer. Oh, das finde ich aber wieder cool, wie man die Hintertür aufmacht. Was für ein cooler Effekt. Dort ist wahrscheinlich ein Beamer platziert und der beleuchtet das Ganze. Boah, Alter, wie geil das aussieht. Schau es dir mal an, heftig. Oh yeah. Die Motorradfahrer unter euch werden mich jetzt wahrscheinlich auslachen, wie ich draufsteige. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Boah. Oh. Den hier mit den zwei Auspuffrohren finde ich aber auch echt cool. Der ist so ein bisschen schlichter gehalten, aber trotzdem echt stylvoll. Hier sind auch noch ein paar Wagen ausgestellt. Aber wir gehen jetzt ins BMW-Museum. Über diese Brücke hier. Der Olympiaturm im Hintergrund. Ist echt richtig geil alles hier designt, Leute, ohne Scheiß. Oh, es ist so kalt. Schnell ins BMW-Museum. BMW-Baujahr von 1968. Hier von 1954, als Deutschland das erste Mal Weltmeister wurde. Und hier sogar einer. Von 1939. Gucken wir uns mal das Interieur an von damals. Genau da hat der Zweite Weltkrieg angefangen und da sind die Wohlhabenden, glaube ich, mit solchen Autos rumgefahren. So sieht er von hinten aus. 15 Jahre später und danach nochmal 14 Jahre später. Ich finde es einfach mega interessant, wie diese 100-jährigen Marken wie Mercedes, Porsche, BMW sich einfach im Laufe der Zeit so entwickelt haben. Ich finde diese Autogeschichte einfach so faszinierend. So, jetzt kaufen wir Tickets und gehen dann rein. Wir gehen rein, gewinnen und der Beste wird gewinnen. Von 1927 mit sagenhaften 15 PS. Oida, was geht denn hier ab? Damit hat BMW angefangen 1917 mit Flugmotoren. Und mit Motorrädern haben die angefangen. Für zwei Leute war da nur Platz. Hier hinten hat man den Kopf hingetan. Vielleicht noch oben was platziert. Man geht das hier natürlich alles chronologisch durch am Anfang. Und dann unten sind die moderneren. Ich finde diese so cool, wo man einfach noch einen Beifahrer mitnehmen kann. Kamrenn-Limousine 1939. Und der Rahmen, die Karosserie, wiegt nur 39 Kilogramm. Der Wagen hat richtig viel Style. Also ich kann euch nur empfehlen, auch mal hierher zu kommen. Dann könnt ihr euch alles hier auch genau durchlesen. Ich werde jetzt nicht alles mal euch hier vorlesen, euch die ganzen Infos geben. Weil sonst wird sich das Video viel zu sehr in die Länge ziehen. Ich werde euch einfach die coolsten Wagen zeigen. So sehen die Reifen aus. Und hier drin setzt man sich dann rein. Man liegt ja so mehr oder weniger in so Formel 1 Wagen. Gönnt euch mal den Unterschied. Ein Lenkrad von 1983 sah so aus und eins von 2007 so. Formel 1 Motor mit 930 PS von 2005. Zum Vergleich von 1976. Flugmotor von 1944. Schaut euch mal an, wie das von hinten aussieht. Alter, wie haben die das damals schon konstruiert? So haben sich die 3er BMW entwickelt bis 2006. Laufen wir mal schnell durch. Der erste 3er Cabrio. Die erste Generation und das war der Vorgänger. Gönnt euch mal, wie cool das aussieht. Die ganzen Autoplaketten sind hier alle auf einem Fleck. M3, X6, 4er BMW, M4. Schaut euch mal diese Motorräder an. Was ist das für ein Geschoss, Mann? Aber das, was ist das? Hinten einfach wie so ein Haifisch. Eine Hai-Rakete. Mit diesem Motocross wurde von Paris nach Ägypten gefahren. Sieht aus wie so Spielzeugautos im Hintergrund, obwohl es echte Motorräder sind. Hier kann man so slicken und sich die ganze BMW-Geschichte gönnen. Zur Jahrtausendwende wurde ein Z8 gemacht. Der schaut ja mal richtig deluxe aus. Ein Z1 zum Vergleich. Im James Bond-Film GoldenEye diente der dynamische flinke Roadster dem britischen Agenten 007. 1955er BMW Isetta. Schaut euch den mal an, das Geile ist, man steigt einfach von vorne ein. So sieht das aus. Das war der erste 7er BMW. Ich komme hier vor wie in der Mafia-Abteilung. Fehlt nur noch, dass man hinten einfach eine Leiche oder so reinschmeißt. Ein BMW, der so ein bisschen Lamborghini-mäßig aussieht. M1, wie ein Aventador von hinten.
Hier sind die Motoren ausgestellt, das ist so geil. Wenn man dran vorbeiläuft, dann macht das das jeweilige Geräusch und es kommt so von oben. Ich habe mich gerade übelst erschrocken, schau es dir an. Ich glaube, die BMW-Fans von euch würden hier so einen Orgasmus kriegen, einfach so neue Oldtimer hier zu sehen. Hier ist hinten einfach gar nichts, um Gewicht zu sparen für die Rennfahrer. Schaut euch mal an, Leute, das war das ehemalige Konzept vom i8. Noch futuristischer, als es dann wirklich wurde. BMW Art. Leute. Das schaut ja mal heftig aus. Wir waren gerade eben in der klassischen Ausstellung. Jetzt gehen wir in die Ausstellung, die jedes Jahr geändert wird. Wenn wir dann nachher zum Ausgang gehen, dann fahren wir diese Rolltreppe runter. Richtig, ewig geht die. Hier sieht man auch so ein bisschen von der Computergeschichte. Hier die alten Schreibgeräte. Und danach wird es weiterentwickelt bis zu den ersten Home-PCs. Das ist so teuer gewesen damals, sollte noch jetzt wahrscheinlich. Von dort ging es dann weiter bis zu Robotern, die heutzutage die Autos zusammenfertigen. Rennausrüstung für einen Fahrer von 1939, die Schuhe und eine uralte Lederjacke. Und doch der Helm. Den Flugmotor, den ich euch vorhin gezeigt habe, stammt aus diesem Flugzeug. Atlantikflug, das war damals so ein Meilenstein, einfach über so ein riesen Meer drüber zu fliegen. Hey! Das war quasi damals einer der geilsten Sportwagen überhaupt, der BMW 507. Ich finde den jetzt immer noch absolut krank. Man erkennt noch das Radio. Geht auf jeden Fall mal hier hin und lest euch ein paar Dinge durch. Das ist so cool. Diesen Artikel zum Beispiel finde ich übelst interessant, weil nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 hat man natürlich nicht dran gedacht, sich irgendwie ein Auto zu holen. Und dann wurden die Fabriken auch noch zerstört von BMW zum Beispiel. Und dann haben sie aus den restlichen Teilen wenigstens Töpfe gemacht für die Küche. Stellt euch vor, euer Topf besteht einfach aus Material, was eigentlich in ein Auto gehört. Hier nochmal der Innenraum von einem Auto. Oh, was ist das für ein Geschoss? Der hier ist auch nur ein Prototyp, der ist niemals rausgekommen. Das Siegerfahrzeug von 1999 vom 24-Stunden-Rennen. Schaut euch mal das Koloss an. Hier ist noch ein Rolls-Royce ausgestellt, Leute, der ist so lang, oh mein Gott. Schaut mal, wie viele Schritte ich nach hinten machen muss, um bis an die Schnauze vom Wagen ranzukommen. Das ist echt krass, ich weiß nicht, ob man es im Video erkennen kann, aber der Wagen ist so lang. Er sieht ja absolut heftig aus. Oh mein Gott. Está grabando ya? Das fühlt sich wie ein Tuch an, Leute, ich bin ganz vorsichtig. Also der da und der andere sind auf jeden Fall meine Favorite. Sí, muy bonito, sí. Okay. Okay, Leute, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat dieses Video gefallen. Ich weiß, es war ein sehr autolastiges Video, aber wie gesagt, ich finde es echt mega interessant und auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt Auto-Fans sind, echt einfach mal ein Muss hier zu sein, ohne Scheiß. Und ich fahre gerade die riesen Rolltreppe hinunter. Oh mein Gott, Alter. Oh, ist das riesig. Schaut euch mal an. Oh mein Gott. Also dann, bis zum nächsten Mal und tschüss. Noch ein kleines Souvenir gegönnt. Und für mich schon das noch. Das kann man sogar fernsteuern.